Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Wie war noch Cobblestone, ne? Ja, guck mal, hier ist noch. Da ist noch genug Cobblestone. Geronimo! Au! Alles wieder zu machen, alles wieder zu machen. Lalalala. Oder baue ich jetzt schon wieder Scheiße? So, auf der Höhe ist der. Das heißt, von unten kommt auf der Höhe Globalis, damit der. So. Eminimiste. Wie gesagt, es ist ja zum Glück relativ schnell erledigt. Kurz mal hier die Plättchen wieder einsammeln. Hier sind die auch richtig gedreht. Ne? Also mit der Quadrate-Seite, mit der Kachelseite nach oben. Hier unten ist dann kommt vom Licht gar nichts mehr an. Ne? Meine Güte. Naja. Füllen wir es mal auf. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie ich in der Mod das anpassen muss oder kann. Mit den Bodensteinen, sag ich mal. Ups. Macht er das automatisch? Ich glaube, ich habe da eine Tabelle für ein Table für erstellt, wo ich die Steintypen eintrage, die gedreht werden sollen. Also es sollte auf jeden Fall machbar sein. So, jetzt machen wir den hier auch nochmal weg, dass wir ihn einmal, ups, dass wir ihn einmal geordnet irgendwie reintun können. Dass die alle gleich ausgerichtet sind. Und zwar richten wir sie aus. Ja, wir richten sie so aus. So, jetzt ist nämlich alles eins höher. Und kein Fusch im Bau. Wir haben einfach unten eine Lage Cobblestone eingezogen. So, man muss sich das nur schön reden. So. Ja, wie rum man den platziert ist beim Replacer, egal, weil der das einfach den Node genauso nett setzt, wie das, von dem man sich die Information gezogen hat, wie es gesetzt werden soll. Also wie rum man sich dann dreht, ist dann in dem Fall wirklich irrelevant. So. Und wenn das jetzt richtig geworden wäre, dann wäre das auch schön gekachelt hier unten. So wie hier zum Beispiel. Ich verstehe nicht, warum dreht er das mit? Also die kann dann ja nicht World Aligned sein. World Aligned ist eh immer besser. So, und hier, wie gesagt, da machen wir helle Farbe rein und dann haben wir schönes helles Schwimmbadblau. Vielleicht machen wir auch irgendwie noch ein zusätzlich mit so Kachelmuster drauf. Ist ja alles kein Problem, kann sich ja alles reinmodden. Aber es wirkt aber schon sehr, sehr kachelig. Na gut, wahrscheinlich auch, weil der Boden nicht richtig ist. Ne? Und das machen wir vielleicht auch eins niedriger, dass man drüber gucken kann, ohne drauf springen zu müssen. Das Becken sieht schon ein bisschen armselig aus, da hinten so ganz klein. Ne? Ich glaube, wir machen das echt größer. Wir machen das vielleicht bis hier sogar. Eins drüber... Eins drüber wäre hier. Bis hier wäre das.
Der ist zu groß. Hälfte. Zu groß. Das ist es wäre dann auch nur 3 breit. Wir machen es jetzt einfach 1 breiter. Ich glaube, einfach 1 breiter ist, glaube ich, gar nicht so blöd. Ja, genau, wieder rauskommen. Kann man nämlich auch gleich den Scheiß hier oben wegbauen, dann soll uns das auch nicht weiter stören. Und dann muss man nämlich hier noch eins tiefer gehen. Nein. So. Und das muss auch weg und das muss auch weg, weil wir hier auch runtergehen. Das muss weg. Ist ja kein Problem, es ist ja nur eine, das ist nicht so ganz schlimm. Nur unten leuchten, warum. Ach, die Lichter nur. Ich wollte gerade sagen, warum leuchtet die Fackel nicht? Wäre übrigens auch eine geile Idee, Fackeln, die nach einiger Zeit einfach wieder ausgehen. Weil Fackeln in Wirklichkeit brennen ja auch nicht ewig, ne? Die brennen ja auch nur eine gewisse Zeit lang. Gut, alles brennt eigentlich nur eine gewisse Zeit lang, ne? Aber wir sind ja immer noch in dem Spiel. Und von daher so irgendwie, dass man Lampen hat, die dann eben dauerhaft brennen. Keine Ahnung, eine Fackel und, ja, es gibt ja diese Glasbecher, sag ich mal, Glasbehältnisse. Dass man eben so ein Glasding und eine Fackel nimmt. Und, dass man dadurch dann halt eben, ja, eine Fackel in Glas oder so, oder keine Ahnung, oder Lampenfackel, Fackellampe baut, die dann eben dauerhaft leuchtet und eben die normalen Fackeln, dass die, keine Ahnung, eine Viertelstunde oder so einfach wieder ausgehen. Na, dass man die eben für temporäre Beleuchtung benutzt. Und wenn man es dauerhaft hell haben möchte, dann muss man halt so eine Lampe bauen. Wäre doch auch eine coole Idee für eine Mod, oder? Also ich würde es feiern. So. Dann haben wir es einfach um 1 verlängert. Jetzt haben wir nämlich eine schöne Viererbreite. Ja. Ach, hier kommt eh links hin. Und, ja, hier drunter die Beleuchtung, das passt soweit. Da gucken wir mal, ob das irgendwie gedreht werden kann noch, und dann passt das dann auch. Und dann haben wir es, glaube ich, gar nicht so scheiße. Unnötig, aber geil. Auch vielleicht kann man hier unten dann auch noch irgendwie ein anderes Muster in die Wand legen. Ist ja doch auch noch was, dass man hier irgendwas. Und da könnte man jetzt tatsächlich. Moment. Der ist. Ja, komm, ist auch wieder hier Kacke. Warum ist das? Das kommt eh weg. Das ist doof. Das ist auch doof. Hier kann man nämlich jetzt. Wunderbar. Warum bin ich eigentlich voll? Ach ja. Gucken wir mal, wie das aussieht. So. Dann fallen die Treppenstufen nicht so extrem hässlich auf. Oder man macht so eine schwebende Treppe und setzt von unten nochmal Treppenstufen gegen. Das wäre halt nur zweimal. Man hätte halt hier so eine Lücke drunter. Oder die reicht wahrscheinlich eh nicht mehr. Ja, siehst du, da ist er nämlich weg. Cobblestone ist unwichtig.
Kabelzone ist unwichtig. Wir haben auch kein Holz mehr. Haben wir denn noch Treppen? Wir haben noch Treppen. Ja, und wir haben ja den Replacer. So. Und der, nee. Wie replacen wir das denn jetzt am besten? So. Weil ich mache gleich Feierabend. Ich habe jetzt keinen Bock, hier nochmal irgendwie eine... Ich habe da keine mehr von. Ich habe jetzt keinen Bock, noch irgendwie nochmal eine Spitzhacke zu machen. Das heißt, wir arbeiten jetzt mit dem Replacer. Scheiße. Die kriegen wir da leider nicht mehr weg. Dass man so mal ankommt. Ah, schon wieder keinen von. Oh, den kriegen wir da weg. Warte mal. Dann, so, dass man quasi die Treppen einfach an das Design anpasst. Treppen sind eh immer ein bisschen spezieller. Das heißt, hier oben haben wir diese Kacheltreppen. Da. Und da wir hier keine Kacheln mehr haben, haben wir dann hier eben die normalen Treppen. Ja, wir waren ja irgendwie voll. So, ja. Ich deute das hier nochmal wieder an. Das hier dann geplant ist irgendwann mal. So. Mit dann eben dem Schwimmerblauen, mit dem Hellblauen. Dann kann man den Clay dann schön in Hellblau einfärben. Ich gucke mal nachher, ob das noch funktioniert. So. Das war das, das war das. Hier haben wir dann das. Na, hier ist die Beleuchtung halt so, weil hier oben das ist halt so. Keine Ahnung, was man hier noch reinbauen kann irgendwie. Das ist auch einfach nur so ein Gang. Und dann kommt man hier dann schön runter. Kann dann hier an das Becken. Das wird dann auch ab hier dann irgendwie mit Wasser gefüllt sein bis nach unten. Und dann, hatte ich ja erzählt, ne? Und dann... Lampen noch rein, Beleuchtung noch rein, dass das alles irgendwie schön bis nach unten durchbeleuchtet ist. Mal gucken, wie tief wir dann tatsächlich noch gehen müssen. Und ganz unten kommt dann irgendwas hin. Völlig unnütz. 4 Stunden habe ich da dran gebaut. Ein Zweck erfüllt es nicht. Na gut, wir haben den Gang hier auch noch gebaut, aber wir machen uns auch mal nichts vor. So wirklich was gemacht haben wir nicht, aber das hier ist auf jeden Fall schön hell. Und das machen wir komplett einmal rum. Man sieht auch schon so ein bisschen am Schattenverlauf, dass es alles ein bisschen heller wird. Und im Zweifelsfall machen wir dann hier damit auch nochmal eine Reihe irgendwie unten drunter. Da kann man ja auch tricksen, das ist ja alles kein Problem. Ja. Und irgendwann bauen wir dann da auch mal die Technik rein. Ich finde meine Tür immer noch geil. Vor allem, dass sie eine Kunde länger aufbleibt. Ja. Ja, hier ist halt irgendwie, das wird nicht rund, aber das ist halt so und dann passt das schon. Und dann kommt man hier dann eben hin und dann hat man hier und dann alles wunderbar. Ja, der Boden kommt dann hier für den Gang auch noch anders. Keine Ahnung, ob man da vielleicht so Gitterfalltür oder Gitterfalltür benutzt, dass man dann so ein bisschen den Boden irgendwie, dass man durchgucken kann auf, die Beleuchtung unten. Schauen wir mal. So, dann hier. Ah, ich bin hier noch nicht so ganz glücklich. Gucken wir mal. So. Das ist hier auch. Der Wald ist dunkel, oder das passt soweit. Ja, hier die Blumengeschichte. Also, da muss auch noch angepasst werden, dass das dann eben so ist, wie es ist. Dann kommt hier der kleine Schuppen hin, der dann hier den ganzen Technik-Scheiß verdeckt. Mit Treppen, die man dann schräg stellt oder so, kann man da ja arbeiten. Ne? Das geht ja auch. Und dann kommt hier der Schuppen bis hier oder so. Dann hat man hier so eine kleine Tür noch irgendwie rein in den Schuppen. Soll ja auch nicht so groß werden. Was dann da drin kommt, da steht dann ein
keine Ahnung, steht da eine Kiste drin oder so. Ja, und hier die Baumfarm, die kommt dann weg. Die wollten wir hier hinten dann ja verlängern. Also hier kürzer machen, da verlängern. Und dann kann man nämlich hier auch wieder... Also es wäre dann ja auch hier auch wieder frei. Und dann kann hier auch wieder das Fenster rein, also wie das hier auf der Seite auch ist, ne, mit dem Design. Beziehungsweise müssen wir gucken, ob das passt mit der Treppe. Dann haben wir noch ganz viele andere Dinge, die wir auch noch tun müssen. Ah, der Badestrand, der muss ja auch noch gebaut werden irgendwann. Die sprudelnde Quelle muss noch gebaut werden. Da oben muss noch die Burg hin. Da hinten, hinterm Wald, da quasi an der Ecke kommt so ein Dörflein hin, so ein kleines. Ja, der Weg muss noch gebaut werden. Also wir haben noch gut zu tun. Und hier diese komische Plattform muss auch noch gebaut werden. Ne? Das muss so sein, das geht nicht anders. Aber nicht mehr heute, für diese Aufnahmesession. 3 Stunden 50 mit vielleicht so ein bisschen was rauskanten, sollte es dann gewesen sein. Ich sag wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Und ne, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Gute Nacht. Haut da rein. Tschüss.